herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott erweist sich mächtig in unseren täglichen Herausforderungen. Viele Menschen berichten uns immer von ihren Erlebnissen mit Gott, wie Gott ihnen geholfen hat, auf ganz unterschiedliche Weise. Und wir möchten dich ermutigen, daran festzuhalten, nicht aufzugeben und wirklich Gott zu vertrauen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen. Die Frage ist, bist du ein Teil der Lösung? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und wir beten auch für alle, die hier nicht vorgelesen werden, für alle Gebetsanliegen, die hereinkommen. Und du kannst dich melden auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Bist du ein Teil der Lösung? Du sagst, wie kann ich ein Teil der Lösung sein? Ja, Christus ist in dir. Wenn du Christ bist, dann bist du schon ein Teil der Lösung. Aber du kannst noch ein viel größeren Teil sein, wenn du wirklich die Worte wählst, die wirklich auch im Willen Gottes sind. Das heißt nicht irgendwo so eine heilige Sprache sich anzueignen, sondern wirklich die Worte, die nicht nur eine Meinung sind, sondern die auch die Wahrheit ist. Und die Worte, die Wahrheit sind, das ist das, was uns auch wirklich weiterbringt. So viele Meinungen werden vertreten und Meinungen gibt es in alle Richtungen, wir wissen es, aber das hilft nicht weiter. Das bringt nicht die Lösung. Es bringt manchmal Lösungen, aber die nicht zum Ziel kommen. Und wenn es aber die Wahrheit ist, dann wirst du wirklich ein Produkt dafür, dass es zum Ziel kommt. Arbeite daran, dass du ein Teil der Lösung bist. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass wir wirklich alle, die zuschauen, auch wir hier ein Teil der Lösung sind. Herr, dass wir nicht irgendwelche Meinungen vertreten, die jeden Moment anders sind, sondern weil du in uns lebst, Herr, die Lösung in uns ist. Ich danke dir von Herzen. Amen. Folgende Gebetsanliegen sind unter anderem bei uns eingegangen. Eine Frau schreibt uns per E-Mail: Ich bitte euch herzlich für meine liebe Schwester zu beten. Sie hat seit Monaten starke Schmerzen im linken Bein und muss starke Schmerzmittel nehmen, die aber schon gar nicht mehr helfen. Eventuell braucht sie auch eine Operation an der Hüfte. Bitte betet dafür, dass sie recht bald wieder gut laufen kann und ihre Schmerzen verschwinden und dass ihr eine OP erspart bleibt. Ja, danke Jesus, und das bitten wir dich jetzt von ganzem Herzen, dass ihr eine OP erspart bleibt und dass diese Hüfte wieder in die richtige Schöpfungsordnung zurückkommt, dass diese Hüfte wieder ganz ist, so wie du sie geschaffen hast. Ich danke dir, Jesus, und dass auch die Schmerzen im linken Bein aufhören. Danke, Jesus, dass du eingreifst bei der Ursache und dass du alles wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass sie wirklich keine Schmerzmittel mehr braucht und auch alle Nebenwirkungen nicht mehr da sind. Danke, Jesus, dass du der Helfende bist. Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen für eine Freundin. Liebe Mitarbeiter, heute bitte ich um Gebet für meine Freundin. Sie ist eine liebe Frau, 47 Jahre alt, hat erwachsene Söhne. Seit längerer Zeit ist sie mit Krebskrankheit konfrontiert. Anfangs war es nur in der Brust und sie wurde operiert. Nun hat es wohl gestreut, ist in Lunge und Bauch. 3 von 6 Chemos hat sie gerade hinter sich. Erst jetzt erfuhr sie von einem Arzt, dass eine Klinik sie wohl schon aufgegeben habe. Und wenn Menschen uns aufgeben, Gott gibt uns nicht auf. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Frau nicht aufgegeben hast, sondern dass sie in deiner Hand ist. Und ich danke dir, dass diese Krebszellen eintrocknen im Namen Jesu. Ja. Und egal, wo sie sind, in Lunge und Bauch oder Brust,
ganz egal, dass sie eintrocknen und nicht mehr existent sind. Wir sprechen ihnen jegliche Existenz ab. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie heilst von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus. Und auch all die anderen, die jetzt mit Krebs zu tun haben. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du heilst, dass diese Krebszellen verschwinden und eintrocknen und entmachtet sind. Danke, Jesus, dass du jeden Krebs am Kreuz besiegt hast. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen und lass es uns wissen. Die Infos sind eingeblendet. Per E-Mail erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Seit langem kämpfe ich um Befreiung von meiner Pornografiesucht und habe schon sehr viel gebetet und versucht, leider bisher erfolglos. Ich befürchte auch, dass unter anderem deswegen auch meine Ehe und Familie zerstört ist und Schlimmes passiert. Ich möchte Jesus ganz folgen und nicht mehr diese Lügen brauchen. Bitte betet für mich und meine Familie um vollständige Heilung. Danke. Danke, Herr, dass du wirklich diesem Mann begegnest, Herr. Danke, Herr, dass du ihm ein ganz neuer Blickwinkel schenkst. Dass er wegkommt von dieser Sucht, von dieser Pornografie. Danke, Herr, dass er keine Lust mehr für diese Art von Lust hat. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du ihm ein ganz normales Eheleben mit seiner Frau schenkst. Herr, dass er sich diesen Dingen nicht mehr bedienen muss, dass er wirklich, Herr, die Befriedigung erhält, Herr, so wie du sie vorgesehen hast und nicht in diesen pornografischen Dingen. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Der Heiler bist, Herr, auch seiner Wunden. Und Herr, begegne du ihm in wunderbarer Weise. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Mein Mann liegt zurzeit im Krankenhaus, hat eine Prostatakrebserkrankung mit Metastasen. Seit 5 Tagen ist seine Zunge rechtzeitig gelähmt. Ich bitte um inständiges Gebet und Segen für Heilung. Ja, Herr, danke, dass die Lähmung verschwindet, Herr Jesus, in deinem Namen, Jesu. Und ich danke dir, dass auch Heilung in die Prostata kommt, Herr, Herr, in den ganzen Leib, Herr. Danke, Herr, dass wir deinen himmlischen Frieden hineinrufen dürfen, Herr, in dem Heilung ist, in dem Kraft ist, in dem alles ist. Herr, ich danke dir für deinen Sieg am Kreuz, Herr, den wir auch über diese Situation und Krankheit ausrufen. In deinem Namen, Jesu, dürfen wir Heilung ausrufen. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir hören immer wieder, wie Gott eingreift. Und aus der Schweiz erhielten wir folgende Gebetserhörung. Danke für eure Gebetsunterstützung. Meine Schwester konnte das Spital nach 3 Tagen wieder verlassen. Betreffend der Magen-Darm-Untersuchung ist alles in Ordnung. Wie schön. Und eine dankbare Frau schreibt uns aus Österreich. Ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich für eure Gebete bin. Unser Herr hat schon oft bei uns gewirkt, aber dieses Mal habe ich gespürt, wie er meine Speiseröhre Stück für Stück berührt hat. All das Brennen hat aufgehört und ich kann wieder Kaffee trinken ohne Nachwirkungen. Und eine weitere Gebetserhörung. Meine Schwiegertochter litt vor längerer Zeit an einer Ohrenerkrankung mit Schwindelgefühl, Übelkeit und Erbrechen. Die Beschwerden sind nicht wieder aufgetreten. Wie wunderbar! Das ist doch was Wunderbares und das ist so ein Erlebnis mit unserem Gott, wenn wir so wunderbare Dinge erleben. Lass es uns wissen, wenn du was erlebt hast, schreibe uns auf WhatsApp und wir werden es gerne anderen weitersagen. Es ist immer so glaubensstärkend, wenn wir hören, was Gott tut und er tut es wieder. Und wenn du was brauchst, er tut es auch an dir. Der Tipp des Tages heute, ja, du kennst deine aktuelle Situation und entscheide dich wirklich, ein Teil der Lösung zu sein. Nicht die anderen und das und jener und wenn und dann. Sei du wirklich ein Teil der Lösung und nicht deine Meinungen. Ich hatte es vorher gesagt, nicht die Meinungen zählen, sondern die Wahrheit zählt.
Schick uns weiter deine Gebetsanliegen, auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir haben was ganz Neues. Leitfaden für deine Freiheit. Wenn du diesen haben möchtest, dann schreibe uns. Du wirst ihn kostenlos von uns bekommen. Es ist wirklich ein wunderbares Heft, das dich in deine Freiheit mit Gott führt. Wie wunderbar. Und für heute ist die Zeit schon wieder um. Wir freuen uns, dass du dabei warst und wünschen dir alles Gute. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.